MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreis. Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem AGD Multigaming Channel. Heute mit einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15. Da sind wir wieder bei unserer Pro-Karriere in Deutschland und sind am 16. Spieltag, ja, zu Gast bei Hannover 96. Wie ihr gemerkt habt, fehlt der 15. Spieltag. Der hat mich meinen Trainer pausieren lassen. Ihr werdet einen guten Grund dazu gehabt haben. Wir werden Ihnen das übertragen. Wir begrüßen Sie aus der Arena, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und wollen wir mal hoffen, dass dieses Fußballspiel die Erwartungen erfüllen kann. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Hannover 96 gegen Borussia Dortmund. Leitner. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Musste er den jetzt verziehen? Nein, wenn er richtig zum Ball steht, nicht. So, und da wollen wir mal gucken, ob hier drei Auswärtspunkte zu holen sind. Jetzt greift er ihn an. Schmiedebach. Stindl. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Bittencourt. Ja, schwacher Pass. Klasse gehalten und festgehalten. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Na, die stehen da hinten dicht besiedelt, so wie es aussieht. Prim. Das war aber Rettung in letzter Sekunde. Schmelzer. Prip. Mkhitaryan. Da muss ich mal kämpfen, dass ich den Ball zurückkriege. Grandiose Attacke und das oh, wird ein Gedümmel da im Strafraum. Mkhitaryan. Kann ja wieder lustig werden, ne? Und er erkämpft sich den Ball zurück. Oh oh. Verletzung ist nicht gut. Mal gucken, ob wir da wieder aufstehen. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Geht er rein? Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Ich glaube eher nicht. Das sieht überhaupt nicht. Er gibt den Freistoß. Sieht überhaupt nicht gut aus für uns. Und da haben wir ihn, den kommenden Gegner von Hannover 96. Gegner ist der SC Freiburg im nächsten Bundesligaspiel. Ja, sah so aus. Und da müssen sich wohl keine großen Sorgen machen. Ne, da geht's nicht mehr weiter. Wegen der Verletzung des Spielers muss hier jetzt ausgewechselt werden. Werden wir mal die restliche Zeit versuchen selber zu spielen. Ich bin eigentlich nicht so der Freund vom selber spielen. Den schon drin gesehen haben, aber er hat ihn dann doch mal Tipp gucken, ob wir das lösen können. Ja, da muss man alle Spiele drüber steuern. Ja,
Mkhitaryan. Jetzt ist er vorbei. Achtung! Was für eine Parade. Aber eine schöne Chance. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Stindl. Stehen aber auch dicht dahin. Da kommst du kaum durch. Sakai. Jetzt muss er ihn reinbringen. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Bender. Bittencourt. Ja, da muss ich mich tierisch drauf konzentrieren, ja jeden einzelnen zu steuern. Papastathopoulos. Deswegen mache ich das eigentlich ungern. Schmelzer. 0:0, das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Jetzt muss nur noch ein bisschen Risiko. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung. Jeder steht in seiner Hälfte. Die zweite Halbzeit beginnt. Schmiedebach. Bittencourt. Oh oh. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Kann ja noch ein spannendes Spiel werden. Einen neuen Spieler. Schmiedebach. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Stindl. Ja, jetzt kann er flanken. Schmiedebach. Und diesen Kopfball, den musst du erstmal halten. Nein, ja, ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball gehen. Abgefälschter Ball und im Aus. Schmelzer. Mkhitaryan. Freistoß. Na, da stand im Weg. Iotake.
Weiter Rangelei um den Ball. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Herrlich. Geht er rein? Er trifft den Pfosten, aber Achtung! Boah. Es liegt was in der Luft. Riesenchance und nicht reingemacht. Führungstreffer. Eine knappe Sache, das sieht man jetzt genau. Mit ein bisschen mehr Glück hätte das durchaus ein Tor sein können. Sakai. Stindl. Die Körpersprache. Guck dir die Körpersprache an. Sie sind ganz oben, das merkt man. Ja, und Körpersprache ist das Stichwort, Manni. Brust raus. Und so spielen sie schon das ganze Jahr über. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und unglaublich. Boah, was für ein Hammer. Der hat nun wirklich nicht lange gebraucht, um ins Spiel zu finden. Ja, wir sehen hier ganz deutlich, ein bisschen Glück war natürlich dabei. Schön unter die Latte genagelt. Schönes Tor. So, jetzt haben wir das erste Tor schon in der zweiten Halbzeit. Das hat lange gedauert. Borussia Dortmund in der 75. Minute. Mit der Nummer 18, Nuri Sahin. Schmiedebach. Das sah eigentlich gut aus, wie sie da das Spiel aufzuziehen versuchen. Aber der Gegner, er hat gut aufgepasst. Sakai. Stindl. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. So, mal ein bisschen Ruhe hier ins Spiel reinbringen. Beide können die Partie noch für sich entscheiden, aber viel Zeit haben sie nicht mehr. Und er läuft zum Eckball. Einfach nur aufs Tor drauf. Entscheidung sein. Mkhitaryan. Kagawa. Bender. So, lass mal schön den Ball hier langlaufen. Bender. Jawohl. Freude in Schwarz und in Gelb. Puh, das war ein Arbeitssieg. Hat mich eigentlich jetzt an Konzentration gekostet, ja, aber das war der Auswärtssieg. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dann den nächsten Spieltag absolvieren. Ja, recht vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.